Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den 19.000er Fehler bei Star Citizen beheben könnt. Ich habe mein Windows komplett frisch installiert, Windows 11 Pro, die 24H2, habe Star Citizen installiert, also den Launcher, den 2.0.6, und dann wollte ich einfach das Spiel installieren, also die Daten herunterladen und das Spiel spielen. So wie das vielleicht tausende andere Menschen weltweit auch tun. Dann kam, nachdem ich im Launcher das Spiel gestartet habe, hat er versucht, das Game-Menü zu laden, und dann kam aber der 19.000er Fehler, Account Login Fail. Und ich habe alles Mögliche probiert, was man im Internet so findet, um diesen Fehler zu beheben. Es hat aber nichts funktioniert, und deshalb möchte ich euch heute zeigen, was bei mir die Lösung gebracht hat, und vielleicht hilft das euch auch. Ich gehe hier mal auf Eigenschaften. Hier sehen wir, welche Windows-Version ich installiert habe. Die habe ich heute ganz frisch von der Microsoft-Seite heruntergeladen. Die Windows ISO, da ist Home, Pro, Enterprise, alles in einem drin, und ich habe dann halt die Pro davon installiert. Und ihr solltet darauf achten, ob die auch aktiviert ist, weil das könnte auch ein Problem sein, wenn Windows nicht erfolgreich aktiviert wurde. Worauf ihr auch achten solltet, das ist hier unten bei der Uhr, Datum, Uhrzeit anpassen, dass die Uhrzeit synchron ist, weil das ist auch ein Problem. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es auch Probleme im Launcher. Und ja, ich habe hier sogar noch den USB-Stick drin vom Installieren. Den Launcher, den habe ich jetzt schon runtergeladen. Ich habe hier an dieser Windows-Version noch gar keine Änderungen vorgenommen. Überhaupt nichts. Noch nicht mal den Launcher installiert. Wir machen das jetzt hier alles zusammen und schauen, was passiert. Normalerweise, wenn ich einen Windows neu aufsetze, habe ich immer das Programm Fan Control im Hintergrund laufen, was die Lüftersteuerung übernimmt. Ich weiß nicht, ob man, also jetzt gerade weiß ich nicht, ob man die Lüfter hört. Ohne dieses Fan Control mit den Einstellungen vom BIOS wird der PC nämlich immer sehr laut. Und ich habe mir nie die Mühe gemacht, das im BIOS einzustellen. Das regelt immer Fan Control, wenn Windows hochgefahren ist. Normalerweise bringt der Star Citizen Launcher alles mit, was er braucht, damit das Spiel funktioniert. Zumindest sollte es so sein. Und ihr seht ja, hier werden einige zusätzliche Dateien installiert. So, jetzt ist er fertig, dann gehen wir hier mal auf Ausführen. Ich mache die Musik meistens aus. So. Das muss ich jetzt wahrscheinlich eingeben, weil ich heute schon zigmal das alles hier ausprobiert habe. Also für mich sieht das aus wie 3322. Nummernblock ist aus. Was könnte das sein? 8851. Das war richtig. So, ich stelle das hier unten immer auf ein Jahr. Da gebe ich immer Game ein und dann brauche ich den Code. Moment. So, bis hierhin ist meistens kein Problem. Was wir jetzt als erstes machen sollten, wir gehen hier in die Game Settings und
Dann machen wir hier erstmal den Haken, dass der Launcher richtig geschlossen wird, wenn wir den hier oben über das X schließen. Das hier ist eure Sache. Ich brauche Videos, Animationen und Effekte nicht. Jetzt gebe ich hier vor, wo ich das Spiel installiert habe. Das ist bei mir Laufwerk D. Und dann müssen wir hier erst einmal Verify Game Files machen. So, dann starten wir mal und schauen, ob das funktioniert. So, da ist der bekannte Fehler. Machen wir das mal zu. Ich mache auch immer hier diesen Haken. Dann öffnen wir mal Edge. Jetzt gebe ich hier einfach bei der Suche TCP Optimizer ein und gehe hier auf die Seite speedguide.net. Dann kann ich hier bei Download die aktuelle Version herunterladen. Da klicke ich mit rechts drauf und wähle als Administrator ausführen. Von den Einstellungen, die aktuell vorhanden sind, mache ich mal ein Backup. Und dann stelle ich hier auf Optimal, schiebe den Regler ganz nach rechts und klicke Apply Changes. Das möchte der jetzt hier alles ändern. Neustart ist natürlich Pflicht. Windows ist wieder hochgefahren und ich schaue mal, ob das Spiel jetzt normal startet. Der Grafiktreiber ist der Standardtreiber von Windows, deswegen kommt diese Meldung. Ja, wie ihr seht, startet das Spiel jetzt ohne diesen Fehler. Schauen wir mal, ob wir auch in das Spiel reinkommen. Ich wähle jetzt einfach mal hier, ach, ich kann ja meinen Charakter eben laden.
So sehe ich in-game aus. Ich gehe immer nach Orison, da gefällt es mir ganz gut. Orison ist die Stadt in den Wolken auf Crusader. Und da ist es optisch halt sehr schön, das Klima ist schön. Hier oben, was ihr rechts oben seht, seht den ganzen Text und den QR-Code. Das ist bei mir aktiv, automatisch, weil das in der User-Config so eingestellt ist. Das ist eine kleine Datei, im Star Citizen Ordner. Und da kann man das festlegen, dass das zum Beispiel automatisch immer angezeigt wird. Ich habe das in all meinen Videos drin, damit zum Beispiel, wenn ich Fehler aufzeichne, die Entwickler sehen, was da gerade Phase war. Wenn ich jetzt natürlich besondere Sequenzen aufnehmen will oder Screenshots, dann kann man das natürlich auch ausblenden. So, und da geht's schon los. Ja, wie ihr seht, es läuft. Das kleine Tool TCP Optimizer hat das Problem behoben. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist Orison. Das ist natürlich nicht alles. Das geht hier hinten noch weiter. Diese Plattformen, die man da hinten sieht, kann man zum Teil auch anfliegen. Das, was da so hell blinkt, ist das Spaceport. Da kannst du dann in Zukunft mit deinem Raumschiff starten. Ja, ich hoffe, das Video hilft denjenigen, die Probleme haben, Star Citizen überhaupt erstmal zu starten. Was auch noch ein guter Hinweis ist, Intel Killer WLAN Software solltet ihr deinstallieren. Ihr solltet nur wirklich den reinen Treiber für Ethernet und WLAN installiert haben. Diese Intel Killer Software ist Müll, die macht nur Probleme. Auch die kann Verursacher des 19K sein und die solltet ihr auf jeden Fall entfernen. Neustart nicht vergessen und dann nochmal probieren. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Mini-Tool TCP Optimizer. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch guten Flug. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.